Guten Morgen Südtirol zu einer neuen Folge heute am Sonntag, fit durch den April. Wir haben uns heute gedacht, wieder etwas in die Richtung Entspannung und Atmung zu machen. Es geht in die chinesische Tradition um, es geht in die Richtung Qigong wieder. Und zwar, wieso ist es vielleicht für dich interessant, Qigong einmal zu probieren oder zu machen? Es geht einfach um das zu entschleunigen. Ja. Ich weiß, dran und dran, da werde ich jetzt schmunzeln vielleicht, weil ich sage, ja, momentan ist alles entschleunigt, sehr gut. Aber gerade in der entschleunigten Zeit vielleicht probierst du oft einmal Sachen aus, die du sonst nie tust oder für die du sonst nicht die Zeit hast. Und gerade selber wegen, wir haben schon ganz im Anfang April einmal eine Qigong-Stunde gemacht. Ich werde es heute wiederholen zum Teil und ein bisschen vertiefen. Gell? Es geht nicht ums Richtig und Falsch, es geht um das, dass du dich bitte darauf einlassen kannst. Qigong, sinngemäß übersetzt der Atem des Lebens. Und da geht es einfach um die Langsamkeit in der Bewegung und die bewusste tiefe Atmung. In diesem Sinne lade dich ein, mach mit mir mit und schau, wie es bei dir umkommt. Was wir heute brauchen, eigentlich einen ruhigen Ort und vielleicht eine Matte zum Draufstehen. Gell, um ins Qigong einzugehen, gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Wir haben das letzte Mal die Meridiane geklopft, heute, die haben einfach gleich ein bisschen schütteln. Wieso schütteln? Weil in die ganzen Gelenke ganz viele Anspannungen rein sind, auch bestimmte Muskelgruppen durch Schütteln lockern sich einfach und dadurch kann dann auch das Qi, die Energie, ein bisschen besser fließen. Okay, stell dich auf deinen Platz aus, schau, dass du nicht gestört bist für die nächsten 10 Minuten, Viertelstunde und dann lassen wir es auch schon losgehen. Hüftbreit, Fußsohle mal parallel ein bisschen, Knie ganz hoch und dann fangst du einfach mal an, die Handgelenke zu schütteln. Gell. Nach oben, seitlich, auf und zu, einfach mal schütteln. Nimm noch die Ellenbögen dazu. Das muss nicht rhythmisch sein, das kann auch ungleich sein auf jeder Körperhälfte. Das ist ganz gleich. Und dann fangen wir an, ein bisschen die Schultern zu dir anzuziehen und wieder fallen zu lassen. Ellenbögen, Hände und Finger sind auch ganz weich und locker. Und mach es einmal ein bisschen unrhythmisch. Das muss nicht gut ausschauen. Das soll einfach gleich loslassen, das Schütteln. Fang nun ein bisschen das Gewicht für eine Seite auf die andere zu verlagern. Auf dem Bein. Fang schon ein bisschen außen zu strampeln. Ein bisschen auf der einen Seite, ein bisschen auf der anderen. Ja, wir sind alle in Bewegung, die Schultern auch. Und jetzt einen Haken ein bisschen mehr. Schütteln gehen. Wechselung. Alles ist in Bewegung. Und da um die eigene Achse das Gesäß mitnehmen. Mal wach und geschmeidig bei der Wirkung im Bank. Geh mit den Füßen wieder zu Stirn. Oberkörper nach unten und einmal die Arme auf den Boden hängen lassen. Mit dem Gesäß, mit dem Po hin und her wackeln. Richte nochmal auf und nochmal den ganzen Körper schütteln. Gut. Merkst du auch das? Ist natürlich ein bisschen aktivierend. Stoffwechsel wird umgekurbelt da. Puls geht vielleicht sogar ein bisschen rauhig. Und du merkst auch, du bist sehr weich und locker. Und genau den Ausgangszustand brauchen wir, wenn wir beginnen mit den Basic-Übungen im Qigong. Stellst die Hüftbreite auf, die Fußsohlen parallel,
Du kannst jetzt das Qi aktivieren, indem du die Hände aneinander reibst, auch zwischen den Fingern, auch den Handrücken. Und komm dann in die Ausgangsposition, wenn du dir vorstellst, zwischen deinen Händen haltest du eine Kugel, einen Ball, Energie. Schau, was für dich gerade stimmig ist. Und beim Einatmen begleite diese Kugel, diese Energie nach oben. Beim Ausatmen wieder Wirbel für Wirbel der Wirbelsäule entlang zur Mitte. Tiefes Einatmen, langes Einatmen, nach oben bewegen. Und beim Ausatmen, Wirbel für Wirbel, vom Herzen zur Mitte. Du kannst beim Ausatmen ein bisschen mitgehen in die Knie. Einatmen, wieder Länge einbringen. Eine Bewegung ist genau gleich schnell wie die Atmung. Nachdem die Atmung tief ist, ist die Bewegung langsam und gezielt. Versuch heute zu atmen bis in deinen Bauchraum, in die Mitte. Drei Übungen, wir machen die Samhainter. Sei einfach mal die Grundvoraussetzung zu schaffen, damit du auch mit dem Tun ganz bei dir bist. Da geht es als erstes darum, dich mit Mutter Erde zu verbinden. Während du in der Atmung entlang der Wirbelsäule bleibst, kehrst mit der Aufmerksamkeit in deine Fußsohlen. Und spürst den Kontakt zu Mutter Erde. Schau, dass deine Hände und Finger, Mund und Kiefer weich und locker bleiben. Generell kannst du für dich anfangen, jede Bewegung 7-mal zu wiederholen. Beim nächsten Ausatmen lass deine Handfläche nach unten gleiten, die Arme ein bisschen nach hinten zurück, beugst dir ein bisschen mit dem Oberkörper nach vorne, sammelst vor dir die gute Energie von Mutter Erde ein. Atmest durch die Fußsohlen nach oben bis zu deinem Herzen ein. Beim Ausatmen lass Angestautes ausfließen. Einatmen, sammeln, Mutter Erde verbinden, durch die Fußsohlen nach oben einatmen bis zum Herzen und vom Herzen loslassen, gehen lassen und dich vorbereiten, neu zu sammeln. Du spürst vielleicht da, wie sich deine Gedanken langsam zügeln lassen und sich auf diese Bewegung, auf die tiefe Atmung einlassen. Das ist im Umfang ganz normal. Mein Geist versucht die in allen möglichen Varianten umzulenken. Versuche in der Bewegung zu bleiben, in der Atmung und im Bild, die mit Mutter Erde zu verbinden
und von Mutter Erde Energie aufzusammeln. Noch ein letztes Mal. Und komm dann wieder zurück in die Ausgangsatmung. Wo du von der Mitte zum Herzen einatmest. Und vom Herzen zur Mitte wieder ausatmest. Ist ein guter Moment, Gleichgewicht und Lot auszurichten. Vielleicht hast du auf der anderen Fuß mehr Gewicht belastet als auf den anderen. Wenn du das spürst, würde ich da ausrichten, auch was nach vorne und nach hinten umbelangt. Und beim nächsten Einatmen kreuze deine Hände und leg sie auf dein Herz. Die Verbindung zu Mutter Erde ist hergestellt. Aber über dir schlummert eine große Kraft, die Urkraft, das Universum, Vater Himmel. Jetzt werden wir uns mit dem Sand verbinden. Löse deine Hände, einatmen, nach oben aufziehen, Länge in deinen Körper bringen und mit Ausatmen spannen Regenbogen. Geh noch ein bisschen mit in die Knie, bis zu deinen Fußsohlen, durch diese Einatmung bis zum Herzen, ausatmen nach oben, Vater Himmel stützen, begrüßen die Urkraft, einmal einatmen und mit Ausatmen den Regenbogen spannen. Fußsohlen ein bis zum Herzen. Nach oben hau ich aus. Einmal tief einatmen. Und den Regenbogen spannen. Du weißt, deine Bewegung folgt der Atmung. Also langsam, weich und locker. Und mit Ausatmen Regenbogen spannen. In dir der Atem des Lebens, vielleicht als klares, helles Licht, umgeben von den Farben des Regenbogens. Rot, Orange und Gelb. Grün und hellblau, dunkelblau und violett. Wenn du die Arme oben hast, kannst du auch die Energie von Vater Himmel oder von der Urkraft spüren. Und während du den Regenbogen spannst, ziehst du die Form mit nach unten. Machen wir nur zweimal. Noch ein letztes Mal. Komm dann bitte wieder in die Lichtatmung zurück, durch von der Mitte zum Herzen einatmen. Vom Herzen zur Mitte wieder ausatmen. Du wirst sehen, inzwischen haben sich die Finger oder die Hände wieder wie verspannt oder die Zähne beißen aufeinander. In dieser Bewegung tust du bitte wieder entspannen, weich und locker werden und Gleichgewicht und Lot ein bisschen korrigieren.
vielleicht spürst du ja, wie du oben alleweil leichter wirst, unten alleweil schwerer durch die Verbindung zur Mutter Erde. Ober dir die große Kraft des Universums, Regenbogen. Und die nächste Übung ist Himmel und Erde stützen. Form oder eingehen. Den nächsten einatmen. Überkreuze deine Handflächen und leg sie auf dein Herz. Wo du wieder ein bisschen nachspürst. Vielleicht einen Herzschlag fühlen kannst. Beim nächsten Ausatmen löse die Handflächen. Eine Hand schiebt nach oben, die andere nach unten. Himmel und Erde stützen. Schiebt die Schulter weit nach hinten, die andere Hand weit nach unten, dass du Länge spürst. Und lass die Energie durch die durchfließen. Vor deiner Mitte kreuzen sich die Hände, die eine schiebt nach oben, die andere nach unten. Bring wieder Länge ein, die Schulter zu den Ohren zu ziehen. Und so in deiner Atmung. Siegesbild, du als Bindeglied zwischen Himmel und Erde, mit zwei großen Kräften, die du wirken, du mittendrein. Wenn du jetzt nicht genau weißt, wie soll die Atmung fließen, ganz gleich, bleibe in der Bewegung und atme einfach so, wie es für dich passt. Ich werde noch etwas dazu sagen. Bitte noch eine Wiederholung pro Seite. Und komm dann zurück in die Ausgangsatmung, in die Lichtatmung. Von der Mitte zum Herzen einatmen. Vom Herzen zur Mitte wieder aus. Mit deinem nächsten Ausatmen überkreuze deine Hände und lege sie auf die Mitte. Und jetzt wieder ein bisschen nachspürst. Als Abschluss kannst du das Qi in den ganzen Körper außen verteilen, indem du deine Handflächen kreisförmig, oder die Uhrzeiger sind kreisförmig, über deinen Organen bewegst. Und um das Ganze noch zu versiegeln und den länger reinzulassen, in die entgegengesetzte langsam zum Stehen, bringst deinen linken Fuß zum rechten, atmest nur dreimal bewusst tief ein und wieder aus. Ausatmen, löse bitte deine Hände und mach mit rechts einen Schritt nach vorne, gerne noch ein bisschen durch den Raum, ganz entschleunigt, wo du nochmal ein bisschen nachspüren kannst und umkehren kannst.
und dann wieder auf deinem Ausgangspunkt zurück. Ich bedanke mich bei dir fürs Mitmachen. Qigong, ganz, ganz eine effektive Art zu entschleunigen, mal das Hirnkastel, den Geist zu beruhigen und in dir einzukehren. Wir werden oft gefragt, du, wie musst du denn überhaupt atmen richtig? Und das ist natürlich, wenn du fortgeschritten rein bist, dann weißt du, wie die Atmung steuern kannst, wo sie hinsteuern kannst, wenn ein- und wenn auszuatmen ist. Aber gerade im Umfang, wie Heinrich gesagt hat, irgendwann vergiss die Atmung und schau, wie dir die Atmung in der Bewegung einfach kommt. Und für mich aus gesehen gibt es da überhaupt beim Umfang nicht richtig und falsch, weil die Atmung nur von alleine kommt, ein bisschen später. Aber zudem, vielleicht können wir uns ja nochmal unterhalten. In diesem Sinne, bei Fragen natürlich gerne ins Schreiben. Feedback geht auch gut. Herr Profjank, lassen wir uns allen wieder etwas wissen über den Message, Herr Freitens. Ich wünsche dir für heute noch einen schönen Sonntag und ich hoffe, du kannst das Qigong für dich dann auch ein bisschen umwenden. Vielen Dank!